Heute habe ich eine Einladung erhalten. Meine ehemalige Schule wird 50. Wegbeschreibung ist auch dabei. Nehmen Sie die 5 ab Hauptbahnhof. Die Fahrt dauert ca. 10 Minuten. Ist dir aufgefallen, dass die Zahlen da mal klein und mal groß geschrieben wurden? Wenn du Zahlen nicht als Ziffer schreibst, sondern als Wort ausschreibst, dann nennt man das Zahlwort. Manche sagen auch Numeral dazu. Was es da zu beachten gibt, erzähle ich dir jetzt. Die Grundzahlen schreibst du normalerweise klein. Und zwar, wenn sie allein stehen, wie in die Schule wird 50. Oder auch, wenn ein Substantiv als Bezugswort folgt, wie Minuten in die Fahrt dauert 10 Minuten. Oder Straßen in die Schule ist nur 2 Straßen weiter. Auch Ordnungszahlen schreibt man klein, wenn ein Bezugswort folgt, wie Station in steigen Sie an der 5. Station aus. Und wann schreibt man Zahlwörter nun groß? Ganz einfach, wenn sie substantiviert werden. Das bedeutet, dass sie wie Substantive benutzt werden. Das ist dann besonders leicht zu erkennen, wenn ein Artikel davor steht. Zum Beispiel wie bei Jeder will der Erste sein. Sie bekam eine 2. Er war als Dritter dort. Manchmal steht so ein Signalwort zwar nicht da, aber man kann es ergänzen. Sie wurde Vierte lässt sich erweitern zu Sie wurde die Vierte. Und das waren auch schon die Regeln. Zahlwörter schreibt man als Adjektive klein, nur wenn sie substantiviert werden, schreibt man sie groß. Hi! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf learnatech.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf learnatech.de.